Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal am Milton General Hospital stehen geblieben und waren als Miss Silverschraut zur Rettung von Cam Connelly geeilt. Und nun werden wir mal versuchen, ihn zu retten. Der Questteil ist zwar optional, aber ich finde, Kent muss gerettet werden. Und bei der Gelegenheit werden wir uns selbstverständlich auch um Sinjin kümmern. So, ich habe schon meine Waffe rausgeholt. Wir müssen irgendwie zum Eingang. Da vorne liegt er. Und hier sollte man ein kleines bisschen vorsichtig sein. Hier lauern immer mal gerne ein paar Supermutanten-Selbstmörder an der Ecke. Ja, aber hier scheint es im Moment ruhig zu sein. Da vorne ist definitiv einer zu sehen. Ich glaube, das ist auch ein Selbstmörder. Den werden wir mal nicht aufschrecken. Das muss jetzt nicht sein. Wir sind schließlich für eine Rettungsmission hier. Also betreten wir mal das Milton General Hospital. Dann schauen wir mal, dass wir Kent und Sinjin finden. Ich glaub's nicht, dass die Leute wirklich bezahlen mussten, um zum Arzt gehen zu können. Das war eben ein sehr seltsamer Kommentar von Kate. Das würde ja quasi implizieren, dass sie es eigentlich gewöhnt ist, dass Ärzte kein Geld kosten. Und im Commonwealth kosten sie definitiv Kronkorken. Noch wie gesagt, ein sehr seltsamer Kommentar von Kate. So, jetzt sollten wir uns hier ein kleines bisschen umschauen. Wir müssen auf jeden Fall nach unten, so wie es aussieht. Gut, und ja, dann schauen wir uns hier erst einmal ein bisschen um. Da vorne scheinen Toiletten zu sein. Okay, dann gehen wir das mal dahin. Das dürfte allerdings eine Sackgasse sein, nehme ich mal an. Da steht jemand. Scheiße! Das sollten wir öfter mal machen. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, wenn die Raider so schnell umfallen. Ich glaube, das waren Raider-Ödländer. Und wir haben wohl ein Laserstrahlennetz vor uns. Gucken wir mal. Und da ist er doch schon entschärft. Sehr schön. So, gucken wir uns hier mal den Raider-Ödländer an. Der hat 45er Patronen. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Definitiv nicht. 45er Patronen schon gleich gar nicht. Die sind schließlich was für unser Gewehr. So, schauen wir mal hier rein. Wir haben offensichtlich die Toiletten, wie wir ja draußen schon gelesen haben. Hier haben wir einen Buff-Out gefunden. Gucken wir uns hier mal kurz um, ob es hier noch irgendwas Lohnendes gibt. Machen wir hier mal die Toilettenkabine auf und die. Und da ist wohl ein Wanddurchbruch. Gucken wir mal. Das ist sehr schön. Wir haben eine Sackgasse, wie gesagt, gefunden. Das war ja zu vermuten. Und hier haben wir eine erste Hilfebox mit einem Stimpack, einem Redex aufbereitetem Wasser und gleich eine zweite, auch nochmal mit einem Stimpack und einem Redaway. Gucken wir uns hier auch noch kurz um. Hier haben wir einen gelben Teller. Hier haben wir nichts. Und hier in der Toilettenkabine, da auf dem Toilettenrand, liegt ein Jet eingesteckt. So, und dann können wir mal nach Kent suchen gehen. Wenn uns Kate vorbeilässt, heißt das. Steht hier ein bisschen im Weg. Nicht nett. Ungünstige Stelle, soll mal herkommen. Also Kate, hier hinten bitte her, dann können wir nämlich vorbei. So, ja, kein Problem. Und dann nehmen wir mal hier lang und wieder zurück in die Lobby. So, und dann schauen wir mal. Hier rechts liegt noch was. Ein überfälliges Buch ist eingesteckt. Und für uns jetzt... Hier war was zu hören. Ah ja, und da flitzt irgendwer. Unten sind zwei rote Symbole zu sehen. Gut, für uns jetzt aber wohl erstmal hier lang. Und da steht ein Redder Psycho. Da stand ein Redder Psycho. Und da ist noch jemand. Das würdest du meinem Mädchen nicht wehtun, oder? Doch, das hätten die glatt getan, Kate. Und wir haben 45er Patronen gefunden hier bei dem Redder Ödländer. Der Rest darf da bleiben. Und dann haben wir hier bei dem Redder Psycho 38er Patronen und zwei Stimpaks. Der Molotow-Cocktail darf da bleiben. Und wir haben wohl ein paar Aufzüge gefunden. Oje, hier gab es gerade Aufregung. Kate war nicht, die er ausgelöst hat. Da ist wohl jemand in eine Mine gelaufen. Ah, das sind aber wieder nette Worte hier. Nun ja, unten sind vier weitere Gegner zu sehen. Und wir haben hier wohl Aufzüge, wie gesagt. So, dann können wir den wohl benutzen, denke ich. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Na komm her, wenn du was willst. Wo sind die denn? Unten offensichtlich, nun ja. So, da vorne ist auch noch ein Räumchen. Gucken wir mal hier rein. Wir haben eine Dusche gefunden und da ist eine Erste-Hilfe-Box. Mit einem Stimpack und einem Blutpaket. Ein leerer Spiegelschrank. Schauen wir uns noch kurz um. Da steht auf jeden Fall was. Ein Buff-Out. Und da unten liegt ein Relax. So verpickte Feiglinge verstecken sich. Wir verstecken uns ja nicht. Und da war ein Geschütz zu hören. Gut, okay. Also den Rest hier können wir wohl da lassen. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal den Aufzug auf. Und treten mal ein. Kate ist auch da, großartig. Nach unten. Hier sieht's immer noch sauberer aus als in meiner Bude im Combat Zone. Na, das war ein netter Kommentar von Kate. Aber dass Kate jetzt wieder rausgetreten ist, gefällt mir ja nicht.
So sieht es jetzt nicht da. Daher fahren wir nochmal nach oben. Nach oben. Genau. Müssen wir Kate nochmal abholen hier. Erdgeschoss. Kate hat sich lieber in der Gegend um ihr guckt. So, soll mal herkommen. Sehr schön, da ist sie auch mit dem Aufzug. Und dann fahren wir nochmal nach unten. Nach unten. Ganz genau, wir müssen ja auch nach unten wohl. Na, wir sind wohl richtig unterwegs. Keller. So, sehr schön, wir sind im Keller angekommen und da ist eine Tür, da ist ein Durchgang. Nehmen wir doch erstmal die Tür. Das kriege ich vielleicht auf, wollte ich nur sagen. Danke, dass du dir gesagt hast, Kate, aber das kriegen wir auch selber auf. Machen wir das auch. Also, gucken wir mal, wo wir einen Ansatz finden. Scheint rechts zu sein, ziemlich weit rechts sogar. Und da ist das Schloss auch schon offen. Schön. Sehr schön. Und wir haben einen kleinen Abstellraum gefunden, so wie es aussieht. Und ein Werkzeugkoffer mit einem Klebeband und einer Sicherung und einer Silbergabel ist eingesteckt. Da oben scheint noch ein Wodka zu stehen, den brauchen wir jetzt nicht. Gucken wir mal weiter. Da hinten in der Ecke ist noch ein Safe. Machen wir uns den auch mal auf. Gucken wir mal. Das war etwas zu einfach. Das wär's. Wir haben 44er Patronen gefunden, 10mm Patronen, Schrotpatronen, eine Silbergabel, Vorkriegswert und eine Kurzläufe 44er. Die darf da bleiben. So, dann haben wir hier Rubik. Und dann geht's wohl für uns da vorne weiter. Schauen wir mal. Oh, da liegt jemand am Boden. Ein Ritter Psycho mit 4 Kronenkorken und 45er Patronen. Großartig. Und hier was liegt kaputter Protektor. Oh, ich muss ja von rechts hören. Oh. Da war ein Raider Plünderer und da ist noch jemand. Ein Handyflieger. Oh, bei dem hat es nicht mal mehr für den Mister erreicht. Na, großartig. Das ging recht schnell. Und dieser Handyflieger hat tatsächlich eine Schallplatte nach Militärstandard und wir werden beschossen. War schön, mit dir den Boden aufzuwischen. Das ging etwas zu schnell hier mit dem Raider-Ödländer. Der ist sehr schnell umgefallen. Also, unsere Skillung auf das nicht automatische Gewehr. Das lohnt sich definitiv. So, wir haben eine Schallplatte nach Militärstandard hier, wie gesagt, bei dem Handypfleger. Bin ja ein bisschen überrascht, dass der sowas dabei hat. So, jetzt sind wir überladen. Das ist weniger schön. Und hier haben wir noch einen kaputten Protektron. Der scheint aber nur Deko zu sein. Das ist weniger schön. Nun, gucken wir uns mal hier den Raider Plünderer an. Der hat 45 Patronen und eine Splittergranate. Und jetzt bei ihm zu sehen. Aha, wir haben wohl noch jemanden. Wir sollten uns erstmal ducken. Da oben flitzt jemand. Gerade nicht zu sehen. Jetzt bleiben wir geduckt. Und gucken wir mal. Und wir haben hier Schütz gefunden. Wir halten uns mal kurz in Deckung. Und Kate hier vor. Und wir versuchen mal, den Schütz zu erledigen. Ui, da hat's Kate auf den Rücken geworfen. So, und wir sollten mal ganz kurz was für unsere Gesundheit tun. Wir haben gerade ein bisschen viel Schaden genommen. Naja, die Silverschrautrüstung, die ist im Vergleich zu unserer normalen Rüstung dann doch nicht ganz so gut. So, nehmen wir mal ein Blutkäfer-Steak und ein aufbereitetes Wasser. Schauen wir mal, wir sind noch nicht ganz voll. Wir sollten vielleicht noch ein Blutpaket nehmen oben drauf. Hoffe, das reicht erstmal. Ja, das sieht ganz gut aus. So, dann können wir uns mal... Eine Leichenhalle. Ekelhaft. Naja, soweit gibt es nun mal in einem Krankenhaus, Kate. Aber schöner Kommentar von ihr hier. So, wir haben 38er Patronen und ein Stimpack. Wissen wir wenigstens, wo wir sind. Also, wir sind in der Leichenhalle jetzt hier im Moment. Und wir haben eine Stange Zigarette gefunden. Und einen leeren Aktenschrank. Ja, und wir sollten wirklich was dagegen tun, dass wir überladen sind. Vielleicht sollten wir Kate ein bisschen Zeug geben. Das könnte nicht schaden. Reden wir mal mit ihr. Hey, hoffentlich ist es das wert. Und dann handeln wir mal mit ihr. Oh, klar. Gib schön deinen Müll her. Und dann geben wir ihr mal unseren Schrott. Das sollte für den Anfang, denke ich, genügen. Also schauen wir mal, dass wir alles bei ihr loswerden. Mal gucken, wie viel sie tragen kann. Eigentlich sollte sie, ja, noch einiges nehmen können. Und auch gleich mal schauen, ob wir noch etwas anderes loswerden können. Wir könnten ihr eigentlich auch für den Moment erstmal die Mods geben. Die möchte ich eigentlich nur alle verkaufen. Aber packen wir die erstmal ihr ins Inventar. So, sehr schön, werdet auch schon erledigt. Und dann können wir erstmal weitermachen. So, hier haben wir links noch eine Erste-Hilfe-Box mit 2 Stimpacks. Die sind eingesteckt. So, jetzt haben wir hier noch ein Geschütz gehabt. Da haben wir 556er Patronen, eine Schaltplatte nach Militärstandard und eine Vakuumröhre. So etwas kann ich nie liegen lassen. Also, dann gehen wir mal hier hoch. Und hier oben war doch auch noch irgendwen erledigt. Genau. Oh, da steht ein Nuka-Cola Quantum im Automaten. Und eine Nuka-Cola ist ja großartig. Und wir haben
ein Redder Ödländer mit 45er Patronen und da hinten steht noch eine Nuka Cola Quantum. Das ist ja großartig, sehr, sehr schön. Die findet man ja recht selten. So, und für uns scheint es wohl hier weiterzugehen. Ja, da ist eine Treppe und ein weiterer Aufzug. Holen wir uns den mal und steigen wir mal ein. So, Kate kommt auch mit, sehr schön. Drücken wir mal aufs Knöpfchen. Nach oben. Ui, jetzt wollen wir nach oben, wir wollen eigentlich nach unten. Das ist nicht so gut. Zweiter Stock. Na nun gut. Wir werden schon einen Weg finden. So, und da war ein Geschütz. So, wir laden mal nach, das ist der falsche Moment. Da haben wir einmal Rainer abschauen. Und Kate haut mit dem Superhammer drauf, aber das ist jetzt ungünstig, steht gerade im Vieh. Aber ich glaube, da ist er schon erledigt. Hat sie gut gemacht. Sehr schön. Oh, da ist noch jemand. Da ist ein einfacher Raider. Wir nehmen mal den Watz und versuchen, die mal auszuschalten. Also, das war ja leicht. Das war wirklich leicht. So, dann gucken wir uns hier mal den Raider-Abschaum an. Der hat 38er Patronen. Und wir haben einen MG-geschützten mit 5,6er Patronen und zwei Terminal-Grafikkarten. Die sind eingesteckt. Und dann gucken wir uns mal den Raider hier an. Aber da drüben ist auch noch eine Cam-Kiste. Gucken wir da erstmal rein. Gib einfach auf, Arschloch! Nein, keinesfalls. So, wir haben zwei Jets hier gefunden. Und dann gucken wir uns mal hier den Raider an. 5 Schrotpatronen hat der für uns. Sehr schön. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Ja, wir werden dir die Schrotpatronen geben. Sobald wir mal wieder mit dir handeln und wir dir den Superhammer vielleicht abnehmen. So, wir haben noch einen Buff-Out hier gefunden. Persönliches, einfach nur du oder ich. Dann soll die mal herkommen, die hier so quatscht. Gut. So, jetzt ist hier ein Wanddurchbruch und hier jetzt nach unten. Gut, da springen wir auch gleich runter, aber wir nehmen auch hier die Mentats mit. So, schauen wir mal, ob wir die mit der großen Klappe jetzt finden können. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Da ist ein Schutz. Und da ist scheinbar noch ein weiterer Geschütz. Und ein Ritter Ödländer, den es gegen die Wand geschleudert hat. Ja, das war die wohl. Großartig. Ja, das war schon alles. Und da kommt noch ein Raider Psycho. Offensichtlich mit dem Springmesser nah. Das hat er nicht überstanden. Sehr schön. So, der ist am Boden. Ja, das ist ein Schlagring und Springmesser. Okay. Gut, gucken wir mal hier, weil der Geschütz hat 5,56er Patronen, eine Netzrelaispule und eine Sicherung. Hier drüben ist ein zweiter Geschütz, 5,56er Patronen, eine weitere Schaltplatte nach Militärstandard und eine Vakuumröhre. Und dann gucken wir mal. Willst du ein Spielchen mit dir spielen, was? Ah, hier ist noch einer direkt vor uns wohl. Irgendwo da hinten muss er sein. Nun gut. Aber gucken wir uns hier erstmal den Raider Ödländer an. 38er Patronen, eine Splittergranate und ein Stimpack. Sehr schön, ist eingesteckt. So, und dann haben wir hier links eine Tür. Machen wir uns die mal auf. Hier ist ein Loch im Boden, da können wir uns fallen lassen. Ah ja, wir sind wieder an den Aufzügen. Nun, nun. Und da drüben ist noch ein Durchgang. Gucken wir mal hier. Oh, Kate hat was gefunden. Ein Redder Abenteurer. Erledigt. So, und der hat 5,56er Patronen und ein Stimpack für uns. Sehr, sehr schön. So, gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch einen Nuka-Cola-Automat. Schauen wir mal rein, da ist eine weitere Nuka-Cola. Sehr schön. Und wir tragen zu viel, das ist jetzt unschön. Na nö, auch kein Problem. Gehen wir mal ganz kurz ins Inventar und gönnen uns jetzt einfach mal einen gegrillten Radhirsch. Ich möchte jetzt nicht schon wieder mit Kate handeln. So, für den Moment sollte die nügen. Und da vorne ist wohl ein weiterer Aufzug. Gucken wir aber erstmal hier noch in den Mülleimer. Ein silberner Tafellöffel. So Wort nehme ich gerne immer mit. Und hier sind noch zwei Schachteln Zigaretten. Na, die bleiben jetzt mal da. Müssen ja nur nie alle einsammeln. Sonst kriegen wir wieder von Kate irgendwie einen Kommentar. So in Richtung, ob wir die ganze Commonwealth mit uns rumtragen wollen. So, da ist ein Aufzug, den holen wir uns mal. Und jetzt wofür uns hier weiter. Kate ist auch da, sehr schön. Und dann werden wir mal aufs Knöpfchen drücken. Und Kate soll nicht wieder aussteigen. Das wäre jedenfalls gut. Und wir sind hier wohl richtig. Ich will mit dir reden. Da vorne ist Sinjin und da ist auch Ken. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz ins Inventar. Jetzt möchte ich hier nicht rumspaßen. Wir wollen ja schließlich Ken retten. Also sollten wir uns ein kleines bisschen buffen, damit das nicht schief geht. Als allererstes und ich glaube auch mit am wichtigsten dürften die Traubenmentats sein. Die geben uns 5 Punkte Charisma. So, und dann werden wir noch ein Mayaogai-Rippchen nehmen. Die geben uns eine Schadensresistenz. Wir haben ja nur die Silberschrautrüstung an. Die ist ja etwas schwächer als unsere normale Rüstung, eigentlich nur knapp halb so stark.
Und dann würde ich auch sagen, wir schauen mal ganz kurz, ob wir noch etwas anderes nehmen können. Ein Todeskrallen-Stack gibt uns einen Punkt Beweglichkeit. Schauen wir mal, was wir noch haben. Ein Stechfühlerfilet, ein Punkt Wahrnehmung, kann auch nicht schaden fürs Watz. Also nehmen wir das auch noch. Verdammt! Was zum Teufel ist hier passiert? Ja, was ist hier wohl passiert? Hier haben Raider ihr Haus, Kate. So, und jetzt werden wir mal Sinjin gegenübertreten und Kent retten. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud, wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kent so im Köpfchen hat. Na, das wollen wir doch mal lieber lassen. Jetzt können wir hier wieder als Miss Silver Shroud sprechen. Du versteckst dich hinter einem Unschuldigen. Du bist ein Feigling, Sinjin. Ich werde dich zur Strecke bringen. Red nicht so mit mir. Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Genau deswegen sind wir hier. Jetzt könnten wir sagen, dass Freunde keine Schwäche sind. Aber bleiben wir mal in der Rolle von Miss Silver Shroud und versuchen ihn mal als Shroud einzuschüchtern. Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Hört nicht auf sie, Leute. Sie ist nicht echt. Dann pass mal gut auf, weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern, bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenn alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Leicht größenwahnsinnig, der Typ. So, und jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir Kent retten. Daher werden wir jetzt hier versuchen, ihn zu überreden, dass er uns zuerst tötet. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein Freund, sein Held, sterben würde. Direkt vor seinen Augen. Genieß die Show, Kent. Du bist dran, sobald ich mit Shroud fertig bin. Sehr schön, das hat geklappt. Und wenn wir jetzt gleich mal versuchen, Sinjin auszuschalten, nehmen wir das Watz und dann versuchen wir ihn auszuschalten. Gleich auch mal einen kritischen Treffer. Das hat gesessen. Sehr schön, da geht er schon zu Boden. Dann erleben wir noch die anderen Raider hier. Da hinten ist noch eine gewisse Avery, die versteckt sich da. Und Kate geht direkt mit dem Superhammer auf sie los. Und das versuchen wir sie mal zu erledigen. Versteckt sich da ein kleines bisschen, aber Kate sollte sie zu Boden bringen. Nein, wir tun das. Haben wir noch jemanden? Ja, oben ist noch jemand. Da hat sich noch jemand zurückgezogen. Ein Raider-Ödländer, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Und da ist die Bande von Sinjin komplett ausgeschaltet. Hat sich ja wehgetan. Ja, das hat wehgetan, Kate, definitiv. Und wir haben tatsächlich Kent gerettet und sollen jetzt mit ihm reden. Das machen wir auch gleich, aber schauen wir uns erst einmal hier die Raider an. Die hier vor uns hat 45er Patronen. Zahltag. Genau, das ist jetzt wirklich Zahltag. Wir haben noch 10mm Patronen gefunden. Der Rest darf ruhig da bleiben. Wir gucken uns mal Sinjin an. Der hat auf jeden Fall einige Kampfrüstungsteile. Und dann hat er auch noch 308er Patronen für uns, ein paar 45er Patronen, ein Stimpack. Der Rest darf allerdings da bleiben. Ja, also wie gesagt, Kent kann hier auch sterben. Oder hätte hier sterben können, der Quester ist ja nur optional. Und ich wollte hier nun wirklich nicht rumspaßen. Deswegen die ganzen Buffs. Und das hat ganz gut funktioniert, wie ich finde. So, hier haben wir noch eine Sprengstoffkiste. Gucken wir da auch noch rein, bevor wir mit Kent reden. Und machen uns die Kiste mal auf, wenn die Haarklammer nicht abbricht. Ah, ganz kleines bisschen nach rechts. Sehr schön, das hat geklappt. Ja. Und wir haben zwei Splittergranaten gefunden und eine Splittermine. Die darf da bleiben. So, schauen wir uns mal ganz kurz um. Da haben wir noch zwei Blutpakete hier in dem Kühlschrank. Machen wir den gleich mal wieder zu. Wir wollen ja dahinter auch noch weiterschauen. Da haben wir noch einen Malpinsel, eine leere Metallkiste. Ein Werkzeugkoffer mit 7 Haarklammern und einem Superkleber ist eingesteckt. Und was haben wir hier noch? Eine leere Metallkiste. Und hier hinten ein Eiskühler mit einem Medex und einem GDA Buttercup-Kopf. Nein, der darf da bleiben. Das ist mir für den Moment zu schwer. Bis wir in die Siedlung wieder zurückkommen, das dürfte eine Weile dauern. So, hier vorne müsste noch jemand liegen, ganz genau. Ein Raider-Ödländer mit 308er-Patronen.
Nun ja, das war nicht sonderlich lohnt. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns noch ganz kurz in den Regalen um. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwas. Ja, da hinten ist eine Munitionskiste. Mit 5,56er Patronen. Und eine Metallkiste, so wie es aussieht. Die ist aber leer. Gut, dann denke ich, können wir jetzt mal mit Kent reden. Ich denke, der dürfte ganz froh sein, uns zu sehen. Kent. Ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. Na, was habe ich gerade gesagt? Fragen wir ihn mal, ob alles in Ordnung ist. Ist alles in Ordnung? Mein Bein bringt mich noch um, aber es könnte schlimmer sein. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Er will wirklich aufgeben? Wirklich? Nach all dem willst du einfach aufhören? Ich wusste, hier draußen sieht's übel aus. Aber das... Ich glaube nicht mal Silver Shroud könnte das wieder hinkriegen. Na, das haben wir doch eigentlich bisher ganz gut hingekriegt. Jetzt können wir ihn entscheiden lassen, sagen, dass es das Beste wäre... Oder ihm nahelegen, dass er weiterkämpfen soll. Wenn du jetzt aufhörst, haben die Bösen schon gewonnen. Du hast recht. Aber ich bin müde. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück nach Good Neighbor. Danke, dass du mich gerettet hast. Ehrlich. Aber ich habe genug. Okay. Wir haben mit ihm geredet und sollen uns jetzt mit Hancock treffen. Und zwar wieder als Silver Shroud. Gut, dann behalten wir das Kostüm mal weiter an. So, dann schauen wir uns hier mal noch ein kleines bisschen weiter um. Da ist noch eine Treppe nach oben. Die hatten wir uns schon angeschaut. Kate hat Platz genommen. Ah ja, da neben ihr steht ein Bier. Da liegt eine Packung Zigaretten und ein Sturmfeuerzeug. Das werden wir mal einstecken, das Feuerzeug. So, und dann gucken wir auch noch hier rein. Da steht ein Globus, den werden wir mal da lassen. Der ist zu schwer. Hier mein Schreibtisch mit einer Silbergabel darf jetzt auch mal da bleiben. Eine Schweißerbrille. Und wir haben einen Überseekoffer gefunden. Schauen wir mal rein. 308er Patronen, Kaliber 15 Munition, eine Plasmagranate und 10 Schronpatronen haben wir da drin. Der Rest darf da bleiben. So, dann haben wir hier noch einen Kühler mit Radkakerlakenfleisch. Und da vorne im Aktenschrank, da sehe ich noch was, da ist eine Munitionskiste versteckt mit 45er Patronen. Das ist großartig. So, ich glaube, wir haben genauso viel hier gefunden, wie wir verschossen haben. Gut, wir sind glaube ich fertig. Dann können wir mal das Milton General Hospital hier verlassen und uns auf den Rückweg nach Good Neighbor machen. Also betreten wir wieder den Aufzug. Lassen wir mal Kate kommen. Mal sehen, ob sie da ihre Pause beendet hat. Scheinbar nicht. Da kommt sie. Sehr schön. Und dann werden wir jetzt gleich mal das Krankenhaus hier verlassen, wenn sie nicht vor der Aufzugskonsole steht. Und Kate scheint sehr entspannt zu sein. Sie raucht schon wieder eine. Gut, oder vielleicht baut sie gerade Stress ab. Kann auch sein. So, wir sind wieder im zweiten Stock und dann nehmen wir mal da vorne hin, wo wir eben uns schon die Tür geöffnet haben. Und dann sollten wir eigentlich wieder in die Lobby kommen, wenn wir uns jetzt hier fallen lassen. So, drehen wir uns mal um, ganz genau. Und dann treten wir mal wieder raus ins Commonwealth. Ich hoffe, die Supermutanten stehen jetzt nicht gleich vor der Tür. Hier scheint es ruhig zu sein, da vorne läuft tatsächlich, glaube ich... Ja, das müsste ein Supermutanten-Selbstmörder sein. Grünhäutiger Freak! Oha, ja, er ist zu hören, der tickt hier gerade. Wir laufen mal hier lang. Eigentlich müssen wir uns mit dem gerade nicht auseinandersetzen. Ich glaube, der ist neben Kate hochgegangen. Gucken wir mal ganz kurz. Oh je. Ja, ich glaube, Kate hat das gerade erwischt. Ich glaube, um sie müssen wir uns mal ganz kurz kümmern. Ach, sie kommt schon wieder auf die Beine, das ist gut. Ich hoffe, sie kommt jetzt mit. Wir ducken uns mal ganz kurz, dass sie herkommt. Sehr schön. Gut. Na, haben wir das gesehen. Das war das, was ich am Anfang meinte, dass hier gerne mal Supermutanten-Selbstmörder sind. Und zwar dann meistens eigentlich drei Stück. Wundert mich, dass nur einer auf sie losgegangen ist. So, wir werden jetzt mal in Richtung Good Neighbor zurückkehren. Und dann werden wir noch mit Hancock reden. Ich möchte die Quest gerne noch in dieser Folge komplett abschließen. Also, laufen wir mal zurück. Lassen wir uns mal nicht groß aufhalten. Machen wir das so, wie am Ende der letzten Folge. Und ja, laufen wir hier einfach durchs Commonwealth zurück nach Good Neighbor. Da hinten ist auch das Luftschiff. Er steht dann in Bruderschaft zu sehen. Diesmal werden wir allerdings einen Bogen hier um den verstrahlten See oder diesen Teich da machen. Oder diese Lake von Wasser. Und dann sollten wir gleich zurück in Nordboston sein. Wir waren ja jetzt hier eigentlich in Südboston. Die Grenze verläuft eigentlich genau hier vor uns. Jetzt sollten wir auch wieder an dem Krater sein, wo wir beim letzten Mal den Blutwitwenkäfer hatten. Diese Klickgeräusche von deinem Pip-Boy klingen gar nicht gut. Allerdings. Und hinter uns ist irgendwas. Was haben wir da?
ein legendärer, leuchtender Radhirsch. Ich glaube, den müssen wir mal ganz kurz mitnehmen. Versuchen wir den mal auszuschalten. So, den möchte ich nicht stehen lassen unbedingt. Auf jeden Fall hat er ordentlich gesessen. Ich hoffe, er ist gleich erledigt. Der frisst auf jeden Fall gerade ein bisschen Munition. Da kommt er auf uns zu, Sprung und ist erledigt. Das hat gut funktioniert. Schauen wir mal, was er für uns hat. Etwas Radhirschfleisch und eine des Märtyrers Kampfrüstung für den rechten Arm. Da heißt es hier, verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Ich glaube, die können wir mal mitnehmen und dann in Good Neighbor verkaufen. So, das Leder lassen wir da. Und Kate braucht sie da ja nicht verstecken. Weg! Jetzt fühle ich mich verarscht. Den Spruch kannten wir von Kate aber auch noch nicht. Ja, der andere Radhirsch ist wohl weggelaufen. Naja, gut, sowas passiert auch nicht oft. So, jetzt haben wir hier den Krater vor uns. Ich glaube, hier kommen wir nicht runter. Das sieht ein bisschen hoch aus. Nee, wir sollten uns einen anderen Weg suchen. Also gehen wir mal hier lang am besten. Und dann hier runter. Und dann halten wir uns rechts. Und dann nehmen wir wieder diese eingestürzte Brücke, die wir am Ende der letzten Folge auch schon genommen hatten. So, hier sind wir durchgekommen. Sehr schön. Gut, wir laufen einfach mal weiter. Hier kommen wir bequem runter. Sehr schön. Und dann gleich nach links. Na, vielleicht sollten wir uns auf der anderen Seite gleich mal eine Mutantenhunde-Keule gönnen. Ja, das könnten wir eigentlich ganz kurz machen. Nicht, dass hier auf dem Rückweg nach Good Neighbor noch irgendwas schief geht. Aber ich glaube, wir sollten hier vorsichtig sein. Ja, da vorne steht ein Raider. Ein Raider-Ödländer. Versteckt sich aber gerade. Gut, dann lassen wir das. Und dann laufen wir hier einfach nur am Sitzen Atomatoys Firmenhauptsitz vorbei. Und nehmen wieder die Straße hier runter. Ich glaube, die werden wir auch bis ganz nach vorne runterlaufen. Das ist ja großartig. Ich glaube, ja. Wir kommen wieder bei Hubris Comics raus. Das ist ja toll. Ja, wir werden jetzt in der Folge die Silver Shroud Quest-Reihe abschließen. Und also doch ganz passend, dass wir jetzt nochmal hier sind. Ja, hier hätten wir ja eigentlich das Kostüm besorgen sollen. Aber das hatten wir ja schon im Vorfeld erfüllt. Damals, als wir in Folge 68 hier waren. Nun gut. So, wir sind wieder an Swans Teich. Da hinten kreist wieder ein Vertibird. Der steht in Bruderschaft. Wir laufen hier mal am Teich vorbei. Wir gucken mal, ob Swan noch da liegt. Eigentlich sollte er das. Ja, da liegt er auch. Ich staune, dass der nie verwest oder das Ding hier wegräumt. So, wir laufen mal hier vorbei. An der Park Street Station entlang. Oh, da gucken wir ganz kurz hier hin. Da ist eine weitere Nuka-Cola Quantum. Großartig, stecken wir die mal noch ein. Das ist unsere normale Nuka-Cola und noch eine. Sehr schön. Haben wir noch ein bisschen was zu trinken unterwegs. Sehr schön. Und dann sollten wir auch gleich in Good Neighbor zurück sein. Wir ignorieren mal, dass die Städterne Bruderschaft da irgendwo in der Nähe schon wieder schießt. Von rechts ist was zu hören. Das muss jetzt nicht sein. Wir werden einfach nur hier an der Fleischzentrale der Supermutanten vorbei, wie ich sie getauft habe. Und dann sind wir auch schon wieder in Good Neighbor zurück. Und können dann gleich mit Hancock reden. Wir können Greg schon mal die Waffe wegstecken. Ich glaube, die brauchen wir hier nicht mehr. Betreten wir mal wieder Good Neighbor. Und gehen mal gleich rüber zum Old State House und betreten das als nächstes. Und dann mal ab nach oben über die Wendeltreppe zu Bürgermeister Hancock. So, hier rum noch. Und da ist er auch schon. Kent ist auch schon eingetroffen und seine Leibwächterin Fahrenheit ist auch wieder anwesend. Großartig. Gut, dann werden wir mit den beiden mal reden davon. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merkt ihr das? Ich brauche Zeit, mich zu erholen, okay? Alles klar. Kent braucht Zeit, um sich zu erholen. Fahrenheit erzählt ihren üblichen Spruch von wegen Schachspielen. Ich bin ganz Ohr. Und wir werden jetzt mal mit Hancock reden. Es ist vollbracht. Der gefürchtete Sinjin ist Geschichte. Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Wir haben 750 Kronkorken erhalten und wir könnten jetzt Hancock hier tatsächlich nach weiteren Aufträgen fragen, ihm sagen, dass er uns benutzt hat, oder noch einmal als Miss Silverschraut sprechen. Machen wir das. Du hast deinen Beitrag geleistet und alle ihrer gerechten Strafe zugeführt, die es verdient haben. Ich werde unsere kurzen Gespräche vermissen. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Bin fast draufgegangen.
Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Nicht nur dank uns beiden, Kate war schließlich auch dabei. Und wir können wieder als Miss Silver Shroud sprechen. Wohl zum letzten Mal. Was wäre Shroud ohne seinen treuen Freund Red Reinhardt? Das bedeutet mir eine Menge. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte. Sehr schön. Wir haben die Quest Silverschraut abgeschlossen. Wir haben 586 EP erhalten. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir konnten Kent retten. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Er hat ja auch gerade gesagt, dass er etwas für uns da plant bzw. vorbereitet. Das ist eine Verbesserung der Silverschraut-Rüstung, die wir tragen. Die ergibt sich alle paar Level, um genau zu sein, bei Level 25, 35 und 45. Und auf jeden Fall war es gut, dass wir Kate dabei hatten, würde ich sagen. Hatte er eben gar nicht so offen schon, der Hancock. Menü. So, jetzt werden wir mal das Old State House verlassen. Kent war ja schon gerade vorgelaufen. Ich möchte noch einmal zu ihm, also nochmal rüber ins Memory Den. Also machen wir das, wie gesagt, laufen wir ganz kurz rüber zur Höhle der Erinnerung und betreten sie noch einmal. Da sind wir wieder und dann gucken wir mal, ob Kent wieder auf seinem Schülchen sitzt. Hier in seinem Raum. Ja, da ist er. Großartig. Er hat es, glaube ich, ganz gut verkraftet. Reden wir mal mit ihm. Entschuldigung. Ich habe darüber nachgedacht, was du und Hancock gesagt haben. Ich kann nicht aufgeben, aber ich bin kein Kämpfer. Vielleicht kann ich ja wenigstens etwas tüfteln. Dein Shroud-Kostüm noch besser machen. Jetzt können wir hier nach dieser Verbesserung fragen, das, was ich gerade schon erzählt habe. Machen wir das. Von was für Verbesserungen sprechen wir hier? Die Panzerung ist gut, aber sie könnte noch besser sein. Und vielleicht sind noch ein paar mehr Verbesserungen drin. Alles klar. Gut, jetzt können wir nach den Kosten fragen, gehen oder das Kostüm optimieren lassen. Dann mal los. Oh, tut mir leid. Ich kann jetzt gerade nichts tun. Ich melde mich übers Radio, wenn ich etwas für dich habe. Alles klar. Also, wir werden das Silverschraut-Radiosignal dann wieder empfangen können. Wie gesagt, bei den angesprochenen Stufen, entweder 25, 35 oder 45. Für uns dürfte das dann bei Stufe 45 sein. So, wir sind wieder in der Höhle der Erinnerung. Dahin sitzt Irma ganz entspannt. Und wir werden jetzt hier an dieser Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Abenteuer von Miss Silverschraut mitzuerleben. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.